Susanne Fürst, FPÖ, Menschenrechtssprecherin und Geschäftsordnungszuständige Ihrer Partei. Wir diskutieren das Volksbegehren, welches den Rücktritt der Bundesregierung und vorzeitige Neuwahlen verlangt. Es wird damit begründet, dass die Bundesregierung inkompetent und verantwortungslos handelt, und das muss man leider unterschreiben. Das Volksbegehren wünscht sich mehr direkte Demokratie, um hier einfach auch die Abgehobenheit der Bundesregierung zu beenden und damit die Interessen der österreichischen Bevölkerung wieder mehr Gehör finden. Und es geht um die generelle Glaubwürdigkeit in der Politik. Und ich weiß nicht, ob sich die ÖVP im Klaren ist, welches Bild sie in den letzten Tagen abgegeben hat und welchen Schaden sie insgesamt für die Politik hier anrichten. Klubobmann Wöginger tritt vor wenigen Tagen eine Diskussion, eine sachlich völlig richtige Diskussion los über einen Änderungsbedarf bei der Europäischen Menschenrechtskonvention. Er stellt fest, Österreich ist am zweiten Platz bei der Asylquote in Europa. Die Außengrenzen an der EU werden nicht geschützt. Daher gibt es Bedarf bei der Menschenrechtskonvention, die aus einer ganz anderen Zeit stammt. ÖVP-Landeschefs stimmen hier zu. Dann kommt Ministerin Edtstadler und Herr Karas, die sich ja beide Brüssel verschrieben haben, sind fassungslos über die Diskussion. Und der grüne Koalitionspartner sagt, nein, kommt nicht in Frage. Ende der Diskussion. Gestern stellt die SPÖ einen Entschließungsantrag hier im Plenum, fordert die Bundesregierung auf, sich umfassend zur EMRK zu bekennen und sich vehement für die unveränderte Geltung der EMK einzusetzen. Das heißt, es soll so bleiben, wie es ist, wird beim Asyl. Wer stimmt ungerührt mit? Die gesamte ÖVP-Fraktion. Klubobmann Wöginger steht auf, wie wann nichts gewesen ist. Also was heißt denn das für die Glaubwürdigkeit der Politik? Bundeskanzler Nehammer versucht noch ein bisschen hier zu sagen, die angestoßene Debatte, das muss man alles viel breiter diskutieren. Na dann, dann wird schon was. Zweites aktuelles Thema, die Klimaaktivisten. Sag einmal, Herr Leichtfried, eine Dame spricht, die man eigentlich unterbrechen ist daheim, aber nicht da. Zweites aktuelles Thema, die Aktionen der Klimaaktivisten. ÖVP-Wien-Chef. Was wollen Sie ändern? Welchen Artikel wollen Sie ändern? Lassen Sie die Rednerin aussprechen, bitte. Ja. Ich kann Ihnen das ganz genau erklären. Ich habe es vollkommen im Kopf, wie man das machen könnte. Aber dafür reicht leider meine Redezeit nicht. Und wir reden über das Volksbegehren. So, das zweite aktuelle Thema. Die Aktionen der Klimaaktivisten, ÖVP-Wien-Chef Karl Marer blustert sich auf. Das sind Schüttchaoten, wir brauchen härtere Strafen. Aber inhaltlich natürlich völlig richtig, ja, weil hier wird die Bevölkerung vom Arbeiten abgehalten, künstliche Staus verursacht mit allen Problemen, Kunstwerke angeschüttet. Ja. Da mit so einem Anliegen ist nicht zu flirten. Ja. Und der Rechtsstaat darf sich das nicht gefallen lassen, laut Karl Marer. Völlig richtig. Wir stellen gestern einen Antrag. Genau, wir nehmen sein Anliegen wortgleich auf, fordern hier eine strengere Bestrafung, vor allen Dingen auch für Wiederholungstäter. Wer stimmt geschlossen dagegen? Die ÖVP, wie wann nichts gewesen ist. Und noch dazu wird dann geklatscht, gestern noch dann zum Abschluss der Budgetdebatte, gestern Abend, der Vizekanzler Kogler redet sich in Rage, hält da dann wie ein Papa da die schützende Hand über seine fanatischen Klimakinder. Die sorgen sich ja bloß ums Klima und um die Kinder, also vor allem um die Ungeborenen, die sie ja gar nicht wollen, oder sie sind ja die letzte Generation. Und ich meine, das muss man doch bitte berücksichtigen, wenn sich diese Kinder so sorgen. Und ich meine, ein bisschen, ja, Kunstwerke soll man nicht anschütten, aber die sollen dorthin gehen, wo die Gefährdung wirklich stattfindet. Das heißt, man erfordert sie quasi auch weiterzutun. Und sie sind überall dabei. Man weiß, dass die Grünen so sind, aber sie sind dabei. Und daher verliert hier die Politik und vor allen Dingen Sie, aber das trifft uns dann alle, jede Glaubwürdigkeit, und hoffentlich machen Sie dann eine Umfrage.